Willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute geht es ums Essen und wir schauen uns mal an, was es so zu essen gibt hier auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rüber. Dasselbe Video haben wir schon mal im Europapark gemacht. Jetzt schauen wir mal, was es für Winterspezialitäten hier im Phantasialand gibt. In Berlin angekommen. Im Hintergrund ist der Weihnachtsmarkt. Ich habe Hunger, habt ihr auch Hunger? Kommt doch einfach nochmal mit. Kommen wir direkt zu meinem Lieblingsessen, das ist da in der Hütte bei den Grillspezialitäten. Gibt es nämlich die Metzgerbratwurst. Die ist verdammt günstig und die zeige ich euch mal, was der ganze Spaß kostet. Kommt doch einfach mal mit. Hallo, eine Metzgerbratwurst. Ich habe hier das pure Glück in meiner Hand. Eine Metzgerbratwurst, die kostet 3,90 Euro. Ich tue noch ein bisschen Ketchup drüber, aber kriegt auch noch andere Sachen und die blende ich euch jetzt mal ein. Das war schon ein guter Anfang, aber Cedric, ich glaube, du hast auch Hunger und wir gehen jetzt mal zu dem Stand, wo es leckere Frikadellen gibt und der ist neu, den gibt es erst seit diesem Jahr. So, wir waren ja gerade am Frikadellenstand, Cedric. Ja. Was hast du dir geholt? Ich habe mir eine Gemüsefrikadelle mit Kartoffel-Möhrenstampf geholt. Was hat bei dir der ganze Spaß gekostet? 4,50 Euro. Ich habe mir eine Pita geholt, eine Pita-Frikadelle geholt. Die hat 5 Euro gekostet und ist jetzt auch relativ neu. Kleiner Funfact, die Preise wurden gesenkt beim Frikadellenstand. Die waren also knapp 2 Euro sind sie gesenkt worden. Und ich hatte sie schon und ich fand sie richtig lecker. Mal gespannt, wie es dir jetzt gleich schmeckt. Der reine Wahnsinn, die Gemüsefrikadelle, wie war sie? Ja, war okay, war auch. Hat geschmeckt. Hat geschmeckt, hört sich nicht so begeistert an. Ja doch, war schon, also im Gegensatz zu anderen solchen Gemüsedingern, war die schon eher eine bessere. Genau, ich hatte ja hier den, wie hieß das, das Fladenbrot mit der Frikadelle. Da drinnen war dann noch süßer Senf drin, Kartoffelsalat, Rotkohl mit der Frikadelle für 5 Euro. Ich find's mega lecker. Das Brot hätte zwar ein bisschen angetoastet sein können, aber ist auf jeden Fall eine gute Alternative zu einer normalen Frikadelle. So, und jetzt würde ich sagen, wir haben genug gegessen, wir haben erstmal einen Kaffee, oder? Ja, ist gut, dann wo denn an dem schönen... Na logisch, auf dem Weihnachtsmarkt. Grünis Café hat einen separaten Kaffeewagen da unten. Hammer, das sieht echt nett aus. Thank you.
von Lillys Café, wo man den Kaffee hier auf dem Kaiserplatz bekommt. Ich habe mir den Cappuccino geholt, der ganze Spaß kostet 3 Euro. Ich werde mich da hinten noch ein bisschen aufwärmen mit meinem Kaffee und ich trinke den mal. Damit wir noch dicker werden, machen wir ein bisschen Sport. In Phantasia gibt es auch eine Eisbahn und da geht's jetzt hin. Hammer! Angegangen. Wir stehen hier auf der Eisfläche, fahren eine schöne Runde Schlittschuh. Ich finde das Eis zwar jetzt nicht so doll, aber es ist okay. Und Leute, es schneit, echter Schnee im Phantasialand und das bei 9 Grad. Der Wahnsinn! Was ist cool, der Schnee ist cool. Der Schnee! Hammer, schneit! Kann nicht hinfallen. Leute, wir müssen gleich noch was essen. Wir haben so viel Sport gemacht jetzt gerade hier auf der Eisfläche. Der reine Wahnsinn. Jetzt habe ich mir Unterstützung geholt, weil ich kann aktuell nicht mehr essen. Kannst du die Vivi muss jetzt was essen. Ja, was holst du denn? Lachs. Flammlachs. Hammer. Der reine Wahnsinn. Wenn mal wieder über 10 Minuten kommen muss. Gib dein Abo. Kauft was im bingshop.de. Übrigens, Instagram ist auch unten verlinkt. Schaut gerne mal vorbei. Da kommen immer schöne Posts und auch ganz viele Stories. Da seid ihr immer live aktuell dabei. Guckt auch gerne auf Cedrics Vlog dabei, hier oben im i. Und das ist Hammer. Daumen hoch. Flammlachs, was hatten wir im ersten Vlog hier? Ja, genau. Flammlachs ist mehr Lachs geworden. 9,80 Euro kostet der Spaß mit Soße, Kartoffeln. Sieht auf jeden Fall lecker aus, oder? Kann man machen. Sehr genau. Ist auf jeden Fall eine deutlich größere Portion geworden. Ja. Manchmal lohnt sich auch, was zu sagen. Hammer. Guten Hunger dir. Danke. Die Vivi ist jetzt bestens versorgt mit ihrem Flammlachs. Ich glaube, ich nehme noch eine Gulaschsuppe direkt gegenüber und da gehen wir mal hin.
Was soll ich nehmen? Gulaschsuppe im Brotleib oder normal, Cedric? Im Brotleib. Ja, dann, du sagst. Ich hoffe, dass sie auch so gut schmeckt, wie sie aussieht. Wir haben gerade lecker gegessen. Wie war dein Lachs? War sehr gut, der Lachs hat mir sehr gut geschmeckt. Mir hat die Gulaschsuppe jetzt nicht besonders gut geschmeckt, aber jetzt kommen wir zu einem Highlight, der Glühweinkutsche. Und da schauen wir mal, ob das Phantasialand auch verschiedene Glühweinsorten anbietet. Das wird der reine Wahnsinn. Woo! Er kostet 2,80 € und dein Kinderputsch kostet 2,30 €. Schmeckt gut. Ja, wollen wir uns mal die Lichter in Berlin anschauen? Oh ja, da soll es sogar schneien. Hier in Berlin sind wunderschön. Das sieht alles so echt aus. Schau dir mal, wie wir an diese Leute an diesem Fenster. Mann, es sieht so aus, als ob da Leute wohnen würden. Reine Wahnsinn. Der Hammer. Verschiedene Lichterketten. Man merkt wirklich, wie die Liebe an dem Baum hängt. Wie viele sind das denn? 1, 2, 3. Oh, ich kann es nicht mehr zählen. Wollen wir eine Runde fliegen? Oh ja, da fühle ich mich frei. Und wenn ich meine Augen zumache, dann schallt der Glanz doch in meinem Gehirn nach. Wie auf Flug. Vivi, hast du selbst die Lichter im Brunnen gesehen? Willst du damit sagen, Lichter sind im Brunnen? Ja. Nein. Das ist ja hell.
gehen. Oh ja, da bin ich dabei. Genauso gut mit Augen offen. Nein. Ja. Dann nochmal. Jetzt habe ich den Text vergessen. Egal. Aber wir sollen anstoßen. Ja. Also der Glühwein war verdammt lecker. Schade, dass es nur eine Sorte roten Glühwein gibt. Es gibt weißen Glühwein, es gibt heißen Hugo, es gibt Eierpunsch, es gibt Kinderpunsch, es gibt alkoholfreien Glühwein. Aber ich hätte Lust auf was Süßes, oder? Ja, lass uns was Süßes holen. Achso, du musst jetzt, wir können normal wieder reden. Achso, ja, auf jeden Fall, wir sind noch so. Ja, so ein bisschen locker, wir sind jetzt nicht mehr so versteift, oder? Achso, okay. Komm mit. Wir haben uns jetzt gerade Patsches geholt. Das ist zwar nicht direkt eine Spezialität vom Weihnachtsmarkt, aber es gibt hier im Arkadengang. Weil eigentlich wollten wir gerade Crepe essen, aber da war die Schlange. Wäre zu lang und deswegen haben wir gedacht, nehmen wir uns das, das dieses Jahr neu, das schmeckt noch gut. Genau, 3,30 Euro kostet der ganze Spaß und wir probieren jetzt einfach mal. Mittlerweile haben wir uns schon fast komplett durchgegessen hier an dem Weihnachtsmarkt im Phantasialand. Aber zwei Sachen gibt es noch. Hinter mir gibt es noch Maronen. Und vor dir oder hinter der Kamera gibt es noch Homestyle-Pommes. Aber wir werden jetzt einfach zu den Maronen gehen, weil da kann man sich auch schön die Hände werfen. Ich habe jetzt hier heiße, frische Maronen, da kann man schön die Hände wärmen. 20 Stück 5 Euro und 12 Stück 3,80. Also ich würde euch die Großpackung empfehlen. Ja, das hört sich tausendmal besser. Ja, hier die leckere Marone, da die Schale. Verhalten? Der Tisch ist so dreckig, das ist Negativwerbung fürs Phantasialand. Hast du auch schon eine genommen? Nee, noch nicht, aber jetzt. Welche nehme ich denn? Hier die leckere Maroni. Und da die leere Schale. So bleibt der Park sauber. So, wir sind jetzt fast durch, aber bei den Kartoffelspezialitäten waren wir heute noch nicht. Nee, das stimmt, machen wir nicht. Und ich weiß, keinen Hunger mehr habe, gehst du mit Vincent da jetzt hin. Der reine Wahnsinn. Wir schauen mal, was wir haben. Viel Spaß, euch bringt mir eine Pommes mit. Letztes Jahr sah es ein bisschen besser aus, oder? Ja, irgendwie ist es nicht so, irgendwie nur zwei so. Naja. Na ja. Na ja. Na, wir probieren den ganzen Spaß mal. Gar kein Problem mehr. Ach komm, das Video. Ja, friss oder stirb? We'll be right back.
das war unser Video vom Essen hier aus dem Phantasialand, aus von den Weihnachtsspezialitäten, oder? Ja, auf jeden Fall, du hast ja schon ein bisschen mehr gegessen als ich heute, ne? Aber ich bin auch irgendwie Leute, satt. Ich habe mich gerade hier vom Kaiserplatz runtergekugelt. Ihr habt ja noch ein paar Ausschnitte vom Feuerwerk gesehen. Halleluja. Schön, oder? Das war ein sehr, sehr schöner, gelungener Tagabend für mich, abendlich Tag. Ja, auf jeden Fall war auch lustig, unsere kleine Parodie. Ihr habt bestimmt das Phantasialand-Video gesehen. Wir hatten unseren Spaß auf jeden Fall dabei. So leider haben wir keine Glühweintassen mehr, sonst würden wir auch nochmal anstoßen. Genau. Aber genau. Also Leute, wenn ihr das Video von Phantasialand nicht gesehen habt, schaut es euch an und schaut es euch an. Genau, die Homestyle-Pommes hatten wir gerade noch am Ende. Ich finde halt so, dass immer wenn das Phantasialand neue Essenssachen macht, wie zum Beispiel die Frikadelle im Fladenbrot, ist das geil. Ist das richtig cool. Aber die Homestyle-Pommes sind schlechter geworden. Ja, die waren damals viel besser. Die haben eine Soße weniger und es war nicht so warm und es war so wenig Soße. Aber beim letzten Mal war es echt besser. Ja, beim letzten Mal, also im ersten Jahr gab es auch frische Zwiebeln und ich finde, da lässt das Phantasialand einfach nach. Oder zum Beispiel gibt es auch überhaupt sehr wenig Süßspeisen. Also es gibt dieses Jahr auch keine Donuts mehr, genau, die fehlen. Aber da hast du diese Fudges und diese komische die Zuckerbrezel. Ja, aber es gibt auch im Weihnachtsmarkt eigentlich nur Krebs an Süßigkeiten. Ja, Krebs, ja. Aber vielleicht gibt es nächstes Jahr im Winter was Neues. Und diese Süßes? Kleinen Mini-Dinger bei dem Kaffeeladen. Koffiertes, meint ihr? Nee, das sind so kleine, komische Dinger. Ja, okay. Bei Lilis Kaffee gibt es auch so Eichstätten. Das auch noch. Naja, auf jeden Fall hat uns das Essen ziemlich gut geschmeckt und das soll es gewesen sein vom Video, oder? Genau, das war's. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend, je nachdem, wenn ihr dieses Video hier seht. Und bis dann, der Henne. Tschüss. Tschüss.